Wir sind gerade in Schrems in der Berufsschule und hier entsteht ein neues Schülerwohnheim für die Schüler und Schülerinnen von der Berufsschule Schrems. Das Projekt ist bei uns ein neuer Meilenstein, weil wir zum ersten Mal das Projekt komplett in 3D planen. Bei dem Projekt war eigentlich das so, dass der Architekt sein Modell oder das Gebäude in 3D gezeichnet hat. Dann haben ihm mir gesagt, versuchen wir es auch. Ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber es hat sich dann sofort bewiesen, dass das eigentlich wirklich was bringt, allein beim Betonenlegen. Der Umstieg ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man sich denkt, von 2D auf 3D. Es hilft dann eigentlich mehr. Man kann sich da sämtliche Sachen ausmessen, was man im Plan halt nicht sieht. Man geht halt nicht mehr mit einem blauen Papier, sage ich jetzt einmal, durch, man geht halt dann mit dem Tablet durch. Änderungen oder was kann ich auf dem 3D-Modell mit dem Tablet genauso machen wie auf dem Plan. Das sind halt Vorteile, ich muss den Plan nicht revidieren lassen, ich bringe dann nicht in die Firma rein, sondern ich schicke ihm das einfach, was ich revidiert habe und fertig. Wir sind stetig bereit, neue Technologien zu erlernen, beziehungsweise haben die Technologien, bevor sie unsere Marktteilnehmer haben. Also der Nutzen von 3D-Projekten, speziell bei großen und die, was länger dauern, ist ganz klar in der Nachbetreuung. Weil eine Steckdose, ein Licht enthalten alle Informationen, alle Angaben, alle Artikelnummern. Das heißt, vom Facility Management ist jeder in der Lage, das zum Nachbestellen. Auf einer Baustelle tut sich jeden Tag so viel. Die Geschwindigkeit, die wir mittlerweile bei Bauplänen haben, die ist enorm. Und es ist einfach wichtig, dass der Wissenstransfer schnell passiert. Motoko ist eine App, wo man alles dokumentieren kann. Man geht einfach mit dem Handy durch die Baustelle durch, fotografiert, ob das jetzt Regie ist, aber im Baufortschritt. Wir werden dadurch schneller, die Informationen geraten schneller ins Büro und das erleichtert uns unsere tägliche Arbeit einfach enorm. 3D-Projekte hätten eigentlich meiner Meinung nach schon überall Berechtigungen. Ich habe überall Vorteile. Es geht allein schon um die ganzen Zimmer. Man kann sich das auf dem Papier nicht vorstellen, wie das reell einmal ausschauen soll, das Zimmer. Und das sieht man auf dem 3D-Plan perfekt. Man hat auch den Nutzen. Man kriegt eine Wandersicht aus, man hat einen Stirnhausplan, man sieht alle Ebenen. Das macht schon Spaß und bin gerade wieder bei einem dabei. Also geht weiter mit den 3D-Projekten. Also wenn ich jetzt das fast fertige Gebäude sehe und das 3D-Modell, dann denke ich mir, wir haben das 1:1 umgesetzt. Es hat bei der Planung funktioniert, es hat vor Ort mit den Monteuren funktioniert. Wir haben da quasi den digitalen Zwilling in die Realität eingesetzt und das ist schon ein cooles Gefühl.